Im heutigen Video sprechen wir über das Thema Piriformis-Syndrom. Du hast Schmerzen im Po, in der Beinrückseite, Ausstrahlung in den Unterschenkel, seitlichen Unterschenkel oder vielleicht sogar im Extremfall Probleme, den Fuß richtig hochzuziehen. Dann leidest du wahrscheinlich am berühmt-berüchtigten Piriformis-Syndrom. Und du hast bestimmt auch schon einige Videos zu diesem Thema hier gesehen. Und den größten Fehler, den die meisten Menschen hier machen, ist nämlich diesen Piriformis zu dehnen. Und das Ganze geht meist ziemlich dramatisch nach hinten los. Warum? Weil der Piriformis nicht verspannt, um dich zu ärgern, sondern eigentlich auch nur ein Symptom ist für eine falsche Beckenstellung. Wie genau das aussieht, was ist der Piriformis, wie sieht diese Beckenstellung aus, darüber reden wir jetzt in dem Video. Und ich zeige dir natürlich auch die richtigen korrigierenden Übungen gegen das Problem. Mit den Informationen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Hallo, mein Name ist Luke Brandenburg und ich bin Gründer des Medical Fitness Systems, was dir dabei hilft, deinen Körper so zu optimieren, dass du beispielsweise auch langfristig ein Piriformis-Syndrom beseitigst und langfristig schmerzfrei und leistungsfähig bleibst. So, schauen wir uns einmal den Piriformis in der Anatomie an. Ja, dann wird klar, dass der Piriformis ein relativ tief liegender Hüftmuskel ist. Ja, genauer ist er beim gestreckten Bein ein Hüftaußenrotator. Und wenn man die Hüfte eben 90 Grad anwinkelt, das ist relativ interessant, ja, dann rutscht dieser Ansatzpunkt hier nach unten und dann wird der Muskel zu einem Innenrotator der Hüfte. Das ist auch der Grund, warum man diesen klassischen Piriformis-Stretch, warum man da in die Außenrotation eben geht, ja, weil das halt in Wahrheit den Muskel eben dehnt, was ein bisschen kontraintuitiv ist, aber das jetzt nur mal so am Rande erklärt. Und wenn wir uns den Piriformis anschauen, dann wird halt klar, dass der relativ viele Partnermuskeln hat. Ja, hier zum Beispiel den Gemellus Superior, ne, den Gemellus Inferior, müsste der hier sein, jawohl. Dann haben wir hier den Obturatorius Internus und dann haben wir hier auch noch den Quadratus Femoris, genau. Und das sind eigentlich die klassisch bekannten tiefen Hüftmuskeln. Außenrotatoren, ja, die zusammen eben, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, hier diesen Femurkopf ausrotieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich diese ganzen Muskeln betroffen sind und nicht nur der Piriformis, der dann eben den Ischias noch tangiert, zeige ich euch auch noch kurz, das ist eigentlich relativ hoch. Ne? Das heißt, hier das dicke Ding, das ist euer Ischias, der eben unter diesem Muskel hier entlangläuft. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, der Piriformis mit seinen Ansätzen eben relativ interessant, weil das eigentlich ein zweigelenkiger Muskel ist, der sowohl übers Iliosakralgelenk läuft, als auch übers Hüftgelenk und damit in Wahrheit ein zweigelenkiger Muskel ist. Sitzt hier an diesem Sacrum und zieht dann hier rüber zum Trochanter, so grob zum großen Rollhügel, ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, der zieht sich zusammen, klar, dann haben wir hier diese klassische Außenrotationsdynamik. Ja, und dann denken viele Leute auch, ja klar, hier, dann dehne ich mal meinen Piriformis, ne? Klar, kommen wir gleich auch noch zu, wann und wieso diese Übung sinnvoll sein kann und warum sie meistens nicht sinnvoll ist. Die Leute, die vergessen ein Gelenk. Zwischen Sacrum und Ilium, da liegt ja noch unser Iliosakralgelenk. Ja, und wenn das jetzt total steif ist, dann bewegt der Piriformis eigentlich nur noch den Oberschenkelknochen hier, Femur. Und was jetzt ganz interessant ist, ich habe es in einer der letzten Videos schon angesprochen, es gibt eigentlich zwei grundlegende Beckenpositionen. Ja, es gibt einmal hier diese eingekehrte Beckenposition, also ein Inflare, das ist, wenn sich diese Beckenschaufeln mehr anschauen. Ja, und wenn man jetzt mal beobachtet, was passiert auf der Rückseite hier. Ja, das ist übrigens völlig übertrieben, das sind nur noch ein paar, 2 bis 4 Grad, aber ich mache es jetzt mal aus Anschauungszwecken vor. Ja, dann wird dieses Outlet hier unten größer und wenn ich jetzt hier in diese Außenrotation gehe, in diesen Outflare, ja, dann wird dieser Bereich hier kleiner. Und was ganz interessant ist, ja, jetzt im Bereich des Piriformis, wenn ich jetzt in dieser außenrotierten Position bin, dann wird hier dieser Abstand zwischen Sacrum und Femur, der wird auch kleiner. Das heißt, dieser Piriformis, der ist nicht nur abhängig von dieser Stellung hier oder wie beweglich das Hüftgelenk ist, sondern auch wie das Becken steht. Und Leute, die jetzt so einen Outflare haben,
Die sind oft eben viel stärker davon betroffen, dieses Piriformis-Syndrom auf der einen oder anderen Seite zu bekommen. Ne, es gibt hier auch noch solche Verwringungen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Fall. Und wie du grob herausfinden kannst, ob du hier eine Einschränkung hast, ob du diese Stellung hier hast, das finden wir jetzt im nächsten Test einmal gemeinsam heraus. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob wir hier in diese Position vernünftig reinkommen, in die Innenrotation der Beckenschaufeln. Und dafür streckt ihr jetzt mal ein Knie durch. Mit dem rechten fangen wir jetzt mal an, das linke bleibt liegen. Und dann ziehst du den Fuß ran und hebst das Bein gestreckt nach oben an. Es gelten hier wieder die gleichen Regeln, nicht nach außen, nicht nach innen. Wichtig, ich würde hier nach 30 Grad einmal checken, ist das Knie wirklich noch gestreckt? Genau. Und dann stopp, nochmal strecken. Genau, sieht super aus. Und wir sehen jetzt hier bei Susi, bis jetzt auch überhaupt nicht aufgewärmt, so ein 60-70 Grad Winkel, das wäre optimal. Ja? Wer jetzt höher kommt, viel, viel höher kommt, ja, der hat wahrscheinlich schon eine Hypermobilität im Bindegewebe. Auch da kann man das leider mit Hilfe dieses Tests nicht mehr so gut herausstellen, wie eure Beckenschaufel jetzt steht. Aber wie gesagt, habt ihr diese 60 Grad super, kommt ihr eben, das könnt ihr auch mal auf beiden Seiten testen. Oft hat man eine Schokoladenseite. Ja, ja gut, hier ist beides gleich. Ne, auch das mal in die Kommentare schreiben. Wer jetzt merkt, okay, ich habe jetzt ein Straight Leg Raise oder ein gestrecktes Beinheben von hier. Ne, also das wären die Lotrechte hier, sind 90 Grad, 70 Grad, 60 Grad, 50, 40 Grad. Müsst ihr jetzt auch nicht mit einer Handy-App oder so nachmessen, könnt ihr machen. Aber wer merkt hier, ey, ich komme jetzt hier nicht hoch. Ein guter Tipp ist hier auch zu checken, okay, wo sind die Knöchel? Ne? Sind die Knöchel hier vor dem Knie? Ist der Test eigentlich bestanden? Ist hier irgendwo Schluss in dem Bereich? Dann habt ihr eine mangelnde Hüftinnenrotation. Muss man einfach wissen, physiologisch Schlussrotation im Kniegelenk. Deswegen ist das Bein gestreckt, durchgestreckt. Ja, dann habe ich hier im Oberschenkel ein bisschen mehr Innenrotation. Das Ganze ist ein Test für die Innenrotation hier im Femurgelenk. Aber nicht nur das, nochmal, ja, wenn die jetzt nicht gut ist, dann kann das eben auch heißen, dass diese Beckenschaufel einfach hier in diesem Outflare drin ist. Und deswegen heißt das, wenn euer Beinheben nicht so hoch ist, dass ihr wahrscheinlich tendenziell mehr in diesem Outflare seid. Ihr könnt das Ganze auch nochmal mit einem ganz normalen Vorbeugetest hier sozusagen bestätigen. Seid ihr hier Leute, die nicht zum Boden kommen oder nur mit den Fingerspitzen zum Boden kommen oder nur bis zu den Knien, dann ist dieser Fall sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr in diesem Outflare seid. Das heißt, das werden wir jetzt durch die nächsten zwei Übungen beseitigen. Übrigens, wenn die Informationen hier für euch neu sind, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und das Video mit Leuten zu teilen, denen die Inhalte hier helfen können. Gehst mal an die Wand, 90 Grad Winkel überall. Du kannst auch hier in dieser Position ein Kissen unter deinen Kopf legen. Und jetzt gehen wir halt einmal in diese 90 Grad Position. Ne? Die Susi packt sich jetzt eine Faszienrolle. Ihr könnt auch irgendwie einen Gummiball oder irgendwas anderes nehmen. Hier zwischen die Beine, Füße, Knie, Hüfte genau in einer Linie. Beziehungsweise, was wir jetzt machen, wir stellen die Füße ungefähr eine Fußbreite weiter nach außen. Das heißt, wir haben hier noch eine extra Innenrotation. Wir haben diese 90 Grad in der Hüfte plus wir haben diese Innenrotation hier im Hüftgelenk. Das Ganze hilft dir jetzt dabei, diese Beckenschaufeln in diesen Inflare hier zu orientieren. Und was die Susi macht, die kippt das Becken. Die Arme, die reicht dir hier so nach vorne. Ja, das heißt, hier die Schulterblätter einfach ein bisschen runterziehen, ne, aber nicht vom Boden abheben, nicht die gerade Bauchmuskulatur anspannen. Und was jetzt ganz wichtig ist, jetzt kommen wir mal zum Thema Atmung. Tief einatmen. Fensterscheibe anhauchen, seitliche Bauchmuskulatur aktivieren. Drei-Punkt-Regel hier am Fuß, die Fußinnenkante belasten, ohne dass die Fußaußenkante abhebt und runterziehen. Ja, dass wir hier nochmal eine extra Aktivierung der Beinrückseite haben. Sehr, sehr gut. Und davon macht die Susi jetzt einfach 5 bis 6 bis 7 Atemzüge. Das Ganze hilft jetzt dabei, den Beckenboden neu zu arretieren. Die Beckenschaufeln etwas mehr in die Innenrotation zu bringen. Seitliche Bauchmuskulatur hilft auch dabei. Beinrückseite klassisch, um auch das Becken nochmal mehr aufzurichten. Ja, und das Ganze öffnet halt hier nochmal, um auf den Piriformis zurückzukommen, hier unten auch dieses
Intrapelvic Outlet. Und der Beckenboden wird geöffnet, wo schlussendlich sekundär auch euer Piriformis dazugehört. Perfekt. Top. Und jetzt machen wir noch eine zweite Übung. Was du am besten brauchst, ist so eine 3 bis 4 bis 5 Kilo Kurzhantel. Nicht zu schwer. Und was wir jetzt mal machen, ist eine versetzte Hüftbeuge. Das Ganze sieht so aus, dass wir hier runtergehen. Gewicht ist auf dem hinteren Bein. Und dann hier eben so eine Hüftbeuge machen. Das heißt, wir gehen beim Runtergehen, atmen wir aus. Und beim Hochgehen atmen wir ein. Jetzt stellt ihr den rechten Fuß eine halbe Fußlänge nach vorne. Sehr, sehr gut. Wichtig jetzt hierbei, das Gewicht bleibt aber hier auf dem hinteren Fuß. Das ist für die meisten Leute sehr gewöhnungsbedürftig. Die wollen dann sich sofort auf den vorderen Fuß stellen. Nein, Gewicht bleibt hier auf dem hinteren Fuß. 80-20. Okay. Und das checkst du auch nach, wenn du jetzt in die Vorbeuge gehst. Mach das mal. Ja, hier schon mal wichtig, darauf zu achten, jetzt nicht das Becken hier hinten stehen lassen, sondern auch etwas nach vorne mitnehmen. Nicht übertreiben, jetzt hier keine Vollspannung im unteren Rücken, aber eben ein bisschen mit nach vorne. Du solltest jetzt eine leichte Spannung in der Beinrückseite merken. So, und jetzt sieht man hier schon den größten Fehler, dein Knie ist komplett durchgestreckt. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Genau, wir gehen hier in eine schöne, geh ruhig ein bisschen in eine Beugung. Wir haben jetzt hier einen 90 Grad Hüftwinkel, dann kannst du hier oben auch wieder noch ein bisschen wahrscheinlich das Becken leicht nach vorne kippen, etwas mehr. Super, merkst du, ne? Geh ruhig noch ein kleines bisschen mehr in die, in die Knie. Genau. So, und dann kannst du noch gucken, ob du den... nicht jeder wird jetzt so tief kommen wie die Susi. Mach mal einfach ein paar Durchgänge, auch gar nicht zu lange unten bleiben. Oben wird eingeatmet und beim Runtergehen wird ausgeatmet. Becken wieder nach hinten kippen. Genau, Becken wieder aufrichten hier. Ja, ganz normaler Lumbopelvic Rhythm, sprechen wir auch über im Medical Fitness System, sind jetzt so Kleinigkeiten hier, die sind wichtig. Bam. Genau, du machst mal ein paar Wiederholungen, wenn es geht. Ich erkläre währenddessen, was hier passiert. Immer wenn die Susi runtergeht, ja, kippt das Becken nach vorne und wenn sie ausatmet, das ist wichtig, dass sie unten ausatmet, also anders als man das jetzt so klassischerweise vielleicht lernt. Beim Hochgehen, konzentrische Phase ausatmen, atmen wir eben hier beim Runtergehen aus. Damit habe ich wieder eine maximale Öffnung hier im Bereich des Beckenbodens, ja, Intrapelvic Outlet. Und dehne damit sozusagen auch den Piriformis. Ja, in dem Fall übrigens hier den linken Piriformis. Also immer hier, wo das Bein hinten steht, überprüf auch nochmal, dass du hier das Gewicht hast. Ja, wer will, wem das jetzt hier schon reicht, der testet jetzt mal sein gestrecktes Beinheben, Straight Leg Raise nach. Wir gehen nochmal in eine weiterführende Übung. Und zwar eine Progression ist eigentlich von so einer versetzten Hüftbeuge, ja, ist eigentlich die Progression zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier in den seitlichen Ausfallschritt. Ja, weil was ich jetzt hier machen kann, ist eigentlich, ich gehe hier mit meiner Hüfte immer auf einem Bein. Das heißt, hier arbeite ich an der Innenrotation, hier übrigens an der Außenrotation, ist auch nicht verkehrt. Ja, aber jetzt kann ich hier beispielsweise mal so ein bisschen hin und her gleiten. Das heißt, ich bleibe mit meinem Becken sozusagen in einer Position und arbeite jetzt hier erstmal an meiner Innenrotation. Auch nicht tief gehen, das wäre wieder eine Außenrotation der Hüfte, sondern wirklich mal bei diesem 90 Grad Hüftwinkel, 90 Grad Kniewinkel bleiben. Leichtes Hohlkreuz. Mach das mal, Susi. Ja, sieht super aus. Du müsst ja mit der Breite etwas rumspielen. Ich nehme immer so zwei Kacheln. Das ist halt auch eine einfache Progression. Wenn du enger stehst, dann ist es, mach mal, dann ist es logischerweise einfacher, ne? Ja, irgendwann wird es halt, aber wenn du jetzt extrem weit stehst, ne, merkst du, da geht es dann auch irgendwann nicht mehr so gut. Ne? Das heißt, da müsst ihr wirklich mal ein bisschen rumspielen. Ein einfacher Tipp sind übrigens solche Gänsefüßchen zu machen. 2, 3 und das sich einfach irgendwann zu merken, wie oft man das macht. Am Ende die Füße gerade stellen. Ja, dann hat man da immer einen Standard sozusagen. Ja, das kann man machen. Du kannst auch zur Mitte hochgehen und dann runtergehen, also so einen Halbmond beschreiben. Genau, oder eben dieses horizontale Gleiten machen, was du zuerst gemacht hast. Da kann man jetzt auch so 8, 9, 10 Wiederholungen von machen, jeweils nach links und rechts. Und dann kann man final,
Wer möchte, ja, ich schlage es einfach nur mal vor, das machen wir jetzt mal im Schnellabwasch, der kann auch gerne mal so einen Kettlebell-Swing hinzunehmen. Das möchte ich an der Stelle einfach mal wichtigerweise sagen. Wenn du jetzt starke Piriformis-Probleme hast, dann kann die erste Übung an der Wand schon genug sein. Teste die erstmal, guck, ob sich die Beweglichkeit verbessert, guck, ob du am nächsten Tag keinen Rückfall hast. Für alle anderen, die wissen, okay, ich habe das Problem so grundlegend, ich mache aber auch Sport, ich bewege mich auch viel. Du musst darauf achten, dass du auch progressiv trainierst, das heißt eine progressive Überlastung in deinem Training hast. Das, weil dich wird so eine Wandübung nicht unterschätzen, auch weiterbringen, aber irgendwann eben nicht mehr. Und du musst deinem Körper eben einen sukzessive aufbauenden Reiz geben. Irgendwann reicht auch diese Hüftbeuge hier nicht mehr aus. Die ist jetzt auch nicht extrem athletisch. Das ist auch eine Beginnerübung. Dieser Seitfallschritt hier, hast du jetzt schon gemerkt, der war schon ein bisschen anspruchsvoller, weil jetzt auch, ist auch nur eine Übungsidee von vielen. Und wer jetzt noch ein bisschen funktioneller weitergehen will, der schnappt sich beispielsweise hier. Eine Vorübung brauchen wir dann noch, um die Kette sozusagen zu schließen. Ja, ja, bevor wir zu Kettlebellern kommen, fällt mir gerade auf, ja, wir brauchen einen dynamischen Seitfallschritt. Ne, dass ihr hier einfach mal lernt, okay, dynamisch, rein, raus, ist sogar schon so ein bisschen plyometrisch. Mit einem Bruchteil von eurem Körpergewicht sehr gut, um auch da wieder reinzukommen, auch wichtig für den piriformis Beckenbodenbereich, Hüftbereich. Und dann geht jetzt hier eigentlich nur so ein Biorhythmus ab. Ja, zack, kann ich beispielsweise hier mit der Kettlebell arbeiten. Habe auch noch eine Brustkorbrotation drin. Ja, habe jetzt hier noch viele weitere Funktionen, die wir genauer natürlich im Medical Fitness System besprechen. Das sprengt jetzt hier einfach den Rahmen. Aber das will ich euch einfach auch nur mal sagen. Das ist immer der Aufbau. Problem verstehen, korrigierende Übung und dann im Level-System progressive Überlastung. Das ist auch der 3-Schritte-Plan im Medical Fitness System, um wirklich Probleme zu erkennen, Probleme anzugehen, egal wo man steht, und sich dann auch wirklich Stück für Stück zu verbessern. Ja, weil Zellen im Körper, die kann man in jedem Alter zerstören, das ist nämlich wichtig, und auch bis zu einem gewissen Grad regenerieren. Use it or lose it. Und genau das habe ich euch jetzt hier mal im Schnelldurchlauf in dem Video versucht zu zeigen. Um zu gucken, ob die Übungen bei dir auch angeschlagen haben, geht ihr einfach in den Retest und checkt einfach mal genau wie eben nach. Ja, guckt euch nochmal diesen Test an. Auch den muss man ein paar Mal üben. Fuß ranziehen, Knie durchdrücken, Stopp, Knie durchdrücken, hoch, Stopp, Knie durchdrücken. Immer nochmal testen, genau. Und guck mal, ob es ein bisschen besser ist als vorher. Du hast jetzt kaum trainiert, war vorher auch schon gut. Ja, wenn ihr bei euch feststellt, hey, es sind so 10, 15, vielleicht sogar 20 Grad besser, top, ab damit in den Trainingsplan. So, zum Schluss habe ich noch ganz vergessen, einmal diesen klassischen Piriformis Stretch. Ich zeige euch einmal, wie ihr den, wenn ihr den machen wollt, wie ihr den macht. Dann erkläre ich euch, warum der jetzt für den Anfang wahrscheinlich nicht so effektiv ist, vielleicht sogar nach hinten losgehen kann. Die meisten machen eigentlich folgenden Fehler bei dem Test. Die achten nicht so richtig drauf, wie die den aufbauen. Ne? Die gehen hier irgendwie rein, dann ist das Knie hier irgendwo außen. Ja, das ist schon eine Kompensation in diese Außenrotation. Umso weiter außen mein Knie ist, umso schlechter erwische ich den Piriformis. Deswegen ein Tipp, fangt im Vierfüßler an. Knie, Unterschenkel zeigen genau nach vorne. So, und dann streckt, jetzt wollen wir beispielsweise den linken Piriformis dehnen. Dann strecke ich mein rechtes Bein aus. Und dann gehe ich hier erstmal in diese Außenrotation rein, so weit wie ich komme. Ja, so. Am besten so 45 Grad, wer kann auch ruhig parallel. Wichtig dabei jetzt eben nicht hier kompensieren, sondern wirklich nur so weit reingehen, wie er es auch schafft. Der Unterschenkel, der ist eigentlich immer noch gerade zum Boden. Und jetzt gehe ich einfach hier nach hinten rein. So, und ich weiß, das sieht jetzt hier wieder nicht wunderbar Yogi top gedehnt aus. Ist auch nicht, bin auch ein steifer Knecht. Aber das reicht, ja. Ich habe jetzt hier eine schöne Dehnung meiner hinteren Hüftkapsel. Genau das will ich haben. Ich will nicht, wenn ich merke, hey, ich komme nicht weiter, ich gehe bis hier, ja, gehe ein bisschen in die Dehnung rein. Ich würde auch nicht bis zu einer 8 oder 9 gehen, sondern bis zu einer 4 oder 5. Atmen, seitliche Bauchmuskulatur, ja, aus der Kraft des Knies, also aus der Kraft der Hüfte ruhig wieder ein bisschen nach vorne gehen. Hashtag Kraft in der Dehnung und dann
beim Ausatmen noch ein bisschen weiter reingehen. Ja. Die Übung, die ist allerdings relativ limitiert, weil die hat eben viele, viele Fehleranfälligkeiten. Ja. Knie geht zu weit nach außen, ihr dreht euch hier irgendwie ein oder weg. Und zweitens ist es auch so, dass ihr hier eher die relative Bewegung im Hüftgelenk selber verbessert. Das ist oft, wie gesagt, nicht unbedingt der Fall. Ihr arbeitet weniger an dieser Position eurer Beckenschaufel. Deswegen die Übung würde ich, wenn überhaupt, nur als Finisher einsetzen, wenn alle anderen Tests und Bewegungsmuster optimal funktionieren. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Übung eure Beweglichkeitstests verbessert haben und vor allen Dingen, ob eure Schmerzen auch etwas besser geworden sind. Wer interessiert ist, schaut ins Medical Fitness System und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hau rein und ciao!